20 Jahren war es wieder soweit. Barbara mit Manuel, Thomas mit Line, Marianne und Reinhard besuchten Viktoria in Vrena in Südtirol. Es hat sich in dieser Zeit einiges geändert. Wir trafen uns mit Viktoria in St. Vigil zum Pizzaessen, bevor es nach Henneberg zur Kirche und Friedhof ging. Zeigte uns die Gräber von Vater Jakob, Schwester Maria Magdalena und Bruder Alfons sowie die Gräber der Verwandten. Magdalena. Maria Magdalena. Ja, Maria Magdalena. Alfons. Ganz heilig. Den war sie noch in Alfons. Ja, du bist der Alfons. Ja. Der Rot. Der Rot, der Rot heißt der Hof. Der Rot. Der Rot, ja. Der Hof. Wenn es schnellt, noch ein Meter.
alle jetzt einmal im Auto, was ich sonst tue, vergessen, gell? Super. Und die Lawine ist ganz oben gewesen, über den oberen Tür da. Nein. Dann zum Glück habe ich eine Schaufel gehabt in der Küche. Dann habe ich zuerst ein Loch gemacht, damit das Schnee rein in Gang zuerst, damit ein Loch kommt, damit er reinkommt mit der Milch. Sonst ist da überall ist Schnee gewesen. Da bei der anderen Seite vom Haus, die Balkone alles voll. Und bei den Hennen ist überhaupt, hat man keinen Hühnerstall gesehen, kein Hühnerstall, aber kein Schweinestall mehr gesehen. Aber nichts hingemacht, oder? Nein, hin nicht, aber voll Schnee halt. Und dann haben wir gemisst 15 Tage Schneeschöpfen, ich und Alfons, alleine, ohne Feuerwehr. Ohne Feuerwehr. Wir hätten schon gesollt Feuerwehr holen, die Leute haben dann noch schon gesagt, leise so alleine so viel Arbeit, es ist wert, viel zu streng, haben sie gesagt. Ja, aber leider ist so. Wunder, aber das ist weit zu Füße waschen. Ein Feuer. Und da ist für eine Stube zwei Feuer. Und da ist der Herd drei Feuer. Und da ist der Brotbacken vier Feuer. Und da ist für das Wasser für die Wäsche fünf Feuer. Fünf Feuer. Ja. Deswegen ist das so schwarz nicht. Es ist nicht anders. Ich tue die Mitte anders. Wir haben schon einmal weiß gemacht. Nicht? Dann in Galen ist wieder da Rauchhaue. Ja, und schau da in der Nähe da. Rauch, dann ist wieder in ein Jahr wieder. Die brauchen nicht ein Chitty-Bus gehen, weil alle haben ein Privatauto. Mhm. Und für auf mich oder andere. Mohn ist da drinnen, Anis. Und steht schon drauf, was so ist. Ja, steht schon drauf. Und da sind Macaroni und Reis und so. Und da sind die Haferlern, damit ich kann kochen darf. Verhungert so. Euch nicht, gell? Nein. Das habe ich schon gekauft, aber das habe ich gezeichnet. Da ist erst gestorben, die Tante Zilia in St. Vigil. Die ist die Schwester von der Mama. Schau mal. Dann haben sie auf der. Und da ist sie jetzt die kleinen Kinder. Da ist jetzt Kappa vor der Stalle. Und der ist Architekt in Hochbuster. Und da ist sie, wenn sie jung war, war sie bei seiner Schwester im Hotel Post inzwischen Wasser. Das Geld ist 1949. Und das ist 40. Ja, die komplette Familie. Und das ist 39. Und da bist du 6 Monate alt. Ja. Frisch dabei in Brixen.
draußen, wenn Florian die Probleme ist, dann hat der Florian gesagt, na, hast du eine schöne Brust. Ja. Das ist wohl eine schöne Brust. Das ist sogar ein Wappen. Ein Wappen, ja, das muss man auch so, tieren. So. So schnell gegangen. Leider ist es so schnell gegangen. 24 Jahre, ja. Ja.